Moin, liebe Fußballfreunde da draußen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zum Tippspiel der zweiten Bundesliga. Gestern, hier der Hinweis, kam natürlich auch schon der zweite Spieltag zur ersten Bundesliga gemeinsam mit Uwe. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt auschecken. Wir machen hier jetzt mit der zweiten Liga weiter. Und hier können wir im Gegensatz zur ersten Liga, das kann ich ja schon mal hier vorwegnehmen, kann ich, weil ich das Video immer relativ frisch aufnehme. Und eigentlich immer nach einem Spieltag. Vielleicht bin ich jetzt bald gezwungen, irgendwie zwei, drei aufzunehmen. Aber jedenfalls kann ich dann auch über euch die Punkte einblenden. Wie jetzt zum Beispiel. Hier seht ihr nochmal die ganzen Punkteverteilungen und wie sich die Punkte verteilen. Ich gehe hier nach den Transfermarktregeln vom Tippspiel her. Also, Fürth Karlsruhe 1-1, deswegen 10 Punkte, habe ich richtig getippt. Beispiel Sandhausen gegen Düsseldorf. Leider hat Düsseldorf ja nicht gewonnen. Sonst hätte ich mehrere Punkte holen können. Ich habe aber einen Punkt geholt, weil ich ja die Tore von Sandhausen richtig getippt habe. Nämlich die 1. Paderborn Hannover ging, wie ihr seht, ja auch 4-2 aus. 3-2 war's. Nee, 4-2 ging es aus. 3-2 habe ich getippt. Bedeutet 6 Punkte, weil die Tendenz richtig war und ich die Tore von Hannover gleichzeitig richtig getippt habe. Wäre das Spiel zum Beispiel 4-3 ausgegangen, 3-0 zum Beispiel, hätte ich auch 6 Punkte geholt. Genau so. Dann Regensburg-Nürnberg, 7 Punkte, ist neu entschieden, deswegen nur mit einem anderen Ergebnis. Und bei den letzten 4 Spielen habe ich halt je die Tore einer Mannschaft richtig getippt. Also Bielefeld, Kiel, Darmstadt und Lautern. Insgesamt also 28 Punkte. Und damit komme ich insgesamt auf 65 Punkte insgesamt. Ich habe noch nicht die 30 Punkte hier im Tippspiel geholt. Ich hoffe, dass ich das auf jeden Fall noch pack. Bei der ersten Bundesliga kann man sagen, hole ich schon eher öfters mal auch mehr als 30 Punkte. In der zweiten bislang noch nicht. Deswegen hoffen wir, dass sich das ändert. Ja, meine Lieben, 3 Spieltage sind vorbei. Der 4. Spieltag kommt. Ich bin gespannt. Wenn ich so hier die Ergebnisse so überfliege, denke ich mir so, mal gucken. Ich weiß doch nicht. Muss ich zugeben, ich weiß noch nicht. Ich bin die nur so grob durchgegangen, die Begegnung, und werde dann natürlich mich jetzt erst so richtig mit diesen Begegnungen beschäftigen. Unter anderem mit der ersten Begegnung, die da heißt Nürnberg gegen Heidenheim. Also, Nürnberg im letzten Spiel jetzt hat man 0-0 gespielt in Regensburg und Heidenheim hat auswärts gespielt und 1-0 knapp verloren. So, ich habe ja beim Spiel Hamburg gegen Heidenheim 2-2 getippt. So, ja. Und das ist jetzt also dieses Ding. Beide Mannschaften sind ambitionierte Mannschaften. Also das auf jeden Fall. Das ist schwer zu tippen, finde ich. Also sowieso sage ich ja jedes Mal, dass Begegnungen vielleicht schwerer sind. Bei manchen sage ich es nicht, aber bei manchen schon. Was finde ich hier so eher interessant ist, ist eben so, dass Heidenheim, finde ich, defensiv eigentlich echt gut steht. Bei Nürnberg, man hat jetzt klar zuletzt jetzt zu Null gespielt, aber es war ein Unentschieden. Von daher. Ich gehe hier auf. Also spontan, und man soll immer auf sein Bauchgefühl hören. Man soll immer auf sein Bauchgefühl hören. Gehe hier auf ein 1:1. Ich glaube, ich muss hier auf ein 1:1 gehen, ja. Okay, das ist also mein erster Tipp. Kommen wir zum zweiten Spiel, das da heißt Kaiserslautern gegen Paderborn. Ja, Grüße gehen raus an Fans des ersten FCK und damit unter anderem, weil tatsächlich ich da Kommentare dahingehend bekommen habe.
Von Simon von Gamer. Wie gesagt, ich glaube, jeder hat so Vereine, die man vielleicht nicht mag oder so. Bei mir ist es der erste FCK. Es ist halt einfach so. Man mag gewisse Vereine nicht, aber wie ich dir auch schon geschrieben habe, du kannst beruhigt sein, wenn, aber es ist nicht so in dem Sinne Trainer oder irgendwie so. Aber Leipzig ist natürlich jetzt auch kein sympathischer Verein. Und ich muss zugeben, was aktuell Dortmund durchzieht, finde ich jetzt auch irgendwie mit sehr viel Doppelmoral. Aber wir reden hier über die zweite Liga. Aber jedenfalls, wir müssen hier auch der Wahrheit ins Auge blicken. Und wenn wir jetzt mal uns die Ergebnisse angucken. Am ersten Spieltag gewinnt Paderborn zu Hause 5-0 gegen Karlsruhe. Am zweiten verliert man auswärts in Düsseldorf 2-1. Am dritten spielt man zu Hause jetzt am letzten Spieltag 4-2 gegen Hannover. So, jetzt spielt man wieder auswärts. Kaiserslautern hat jetzt gewonnen gegen St. Pauli. Kaiserslautern im Pokal ja ausgeschieden knapp, während ja hingegen St. Pauli ja zum Beispiel knapp ja nur weitergekommen ist. Ist jetzt so diese Begegnung, würde ich jetzt sagen, zumindest stärker, weil St. Pauli, finde ich, noch ein bisschen unter den Erwartungen spielt, noch nicht irgendwie diesen Spielfluss mitnehmen kann aus der letzten Saison. Klar, man hat ja auch Abgänge, die auch wichtig fürs Team waren. Das Betzenberg wird Lautern hier unterstützen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es zu einem Dreier reicht. Das glaube ich nicht. Aber es wird auch nicht zu einem Sieg reichen für Lautern oder Paderborn. Ich tippe 2-2. Also ich tippe hier tatsächlich 2-2. Ich glaube tatsächlich, das könnte auch ein Unentschieden-Spiel sein. Mir ist aufgefallen, ich tippe tatsächlich sehr viele Unentschieden irgendwie. Aber gut, ich glaube, bei der nächsten Begegnung wird es nicht so sein. Wir kommen zur nächsten Begegnung und die Frage ist, werden die sich ein bisschen rehabilitieren? Nämlich Bielefeld gegen Hamburg. Hier aber auf jeden Fall schon mal der Hinweis für euch. Was sind eure Tipps? Unten damit in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr tippt. Bielefeld-Hamburg. Bielefeld spielt deutlich unter den Erwartungen. Also wenn wir uns mal die Tabelle anschauen, jetzt nach 3 Spieltagen. Man hat 2 Tore geschossen, kein Punkt. Also neben Bielefeld ist nur Braunschweig da, die auch noch keinen Punkt in der Saison geholt haben. Von daher, natürlich ist man in dem Sinne unter Zugzwang. Ich glaube tatsächlich, dass Hamburg das aber machen wird. Weil ich finde Hamburg stark und ich finde, man hat das so gesehen. Am zweiten Spieltag hat man natürlich zu Hause gegen Rostock verloren. Hat man ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass Hamburg es jetzt schaffen wird, so eine kleine Siegesserie zumindest aufzubauen, bis man dann gegen, ich sag mal, Düsseldorf, Darmstadt, St. Pauli auch, weil gegen St. Pauli tut sich Hamburg manchmal ein bisschen schwer, aber jedenfalls bis sie dann gegen einen von denen spielen. Ich glaube, Bielefeld wird es schaffen, ein Tor zu machen. Aber ich tippe hier dennoch tatsächlich auf Hamburg. Auf einen knappen Auswärtserfolg für die Hamburger. Machen wir weiter mit der nächsten Begegnung. Die da heißt ja Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig. Keine Tore, keine Punkte. So heißt aktuell die Statistik von Braunschweig. Kiel hingegen hat jetzt die letzten 3 eingefahren, nämlich auswärts in Magdeburg. Haben aber auch gut gespielt, muss man zugeben. Von daher, man kann sagen, der vermeintliche Favorit ist natürlich hier auch Kiel. Braunschweig muss aber jetzt mal ein bisschen nachlegen. Ich möchte nicht immer in dem Sinne zu viele Unentschieden tippen. Das Ding ist aber, bei Kiel ist es so, die sind mir noch ein bisschen zu unkonstant. Das Wahrscheinlichste, ich sag nur erstmal das Wahrscheinlichste, das wahrscheinliche Ergebnis wäre ein 2-1. Dann wird es 2-0 kommen, weil ich dann 2-1 tippe. Mein Gefühl sagt mir aber, und ich sag's sowohl, weil Kiel, finde ich, noch nicht zu stark spielt und unberechenbar in dem Sinne,
Und Braunschweig jetzt auch mal punkten sollte. Deswegen tippe ich 1-1. Bin ich schon ein bisschen mutig. Nächste Begegnung ist tatsächlich spannend und gucken wir uns mal an. Denn da sprechen wir über die Begegnung Karlsruhe gegen Sandhausen. Ja, wenn wir uns auch hier wieder die Tabelle angucken. Karlsruhe steht auf dem 16. Platz mit einem Punkt. Diesen Punkt hat man gegen, wen waren das nochmal? Gegen wen hat man nochmal den Punkt geholt? Genau, jetzt gegen Fürth am letzten Spieltag. Das war auch der erste Punkt, den man in der Saison geholt hat. Man hat bislang in der Saison 3 Tore geschossen, 9 Gegentore. Damit stellt man die schlechteste Defensive klar, kommt natürlich auch durch das 5-0 am ersten Spieltag zustande von Karlsruhe. Von daher, ja, Sandhausen hingegen steht halt etwas weiter oben. Man kann 2 Siege und eine Niederlage verbuchen, während man am ersten Spieltag noch ja gewonnen hat, am zweiten Spieltag verloren hat, hat man jetzt am dritten Spieltag zuletzt gewonnen. Und zwar tatsächlich gegen Düsseldorf zu Hause. Jetzt spielt man aber wieder auswärts. Karlsruhe ist jetzt aber tatsächlich nicht stark. Und deswegen ist auf jeden Fall die Tendenz Richtung Sandhausen, muss man zugeben. Die Frage wird sein, schafft es Karlsruhe ein Tor zu schießen? Mein erster Instinkt war ein 0-2. Wenn Karlsruhe ein Tor macht, 1-2. Ich will auch mal ein bisschen mutig sein. Und deswegen tippe ich 1-3 tatsächlich. Ja, ich tippe 1-3. Kommen wir zur nächsten Begegnung, die da heißt Darmstadt gegen Rostock. Und da sprechen wir hier über das Topspiel, kann man glaube ich sagen, wenn ich mich jetzt sichere. Ja, das wird interessant. Ja, Darmstadt. Man steht jetzt zumindest auch oben. Zuletzt hat man knapp in Braunschweig ja gewonnen, nur mit 1-0. Und dadurch ist man auch ein bisschen in der Tabelle nach oben gekommen. Weiß gerade nicht, was das hier ist. Wartet mal eben. Ich habe hier gerade ein bisschen Probleme. Weil irgendwie bekomme ich jetzt in letzter Zeit hier sehr viele diese Internetbenachrichtigungen, obwohl ich die irgendwie mal ausgestellt habe. Keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls, ja, Darmstadt hat jetzt auswärts in Braunschweig 1-0 gewonnen. Rostock hat zu Hause gegen Bielefeld 2-1 gewonnen. Also von daher, Rostock ist tatsächlich stark und hält gut mit. Wenn ich mir angucke, wie Rostock das letzte Mal auswärts gespielt hat, haben sie 1-0 in Hamburg gewonnen. Ja, das ist jetzt so die Sache, weil Darmstadt ist stark, Rostock will auch und die können auch. Das ist das Ding. Rostock kann und die wollen. Darmstadt hat sich gegen Braunschweig schwer getan. Deswegen. Aber das war ein schönes Tor. Muss man zugeben, das war ein schönes Tor, was Darmstadt erzielt hat. Ich tue mich gerade hier schwer. Weil das ist tatsächlich so jetzt das erste Spiel, wo ich mich richtig schwer tue. Weil das kann so in alle Richtungen gehen, das Spiel. Dieses Spiel kann so in alle Richtungen theoretisch gehen. 1-0, 0-1, 1-1. Also 1-1 wird es nicht enden. Wenn dann eher 2-2. Mein Gefühl sagt mir aber, eine Mannschaft wird gewinnen. Boah. Das Ding ist jetzt, dadurch, dass Rostock aktuell so gut ist und ich würde jetzt 1-2 tippen, habe ich das Gefühl, dann endet 2-1. Tippe ich 2-1, habe ich das Gefühl, es endet 1-2. Also genau mal umgekehrt. Sagt mir einfach nur so ein Feeling. Okay, das bedeutet, ich werde bei dieser Begegnung tippen. Ich werde tippen. Lass mich noch kurz überlegen. Ich habe viele Gedanken gerade. Darmstadt kann zu Hause 2 Tore schießen. Ja. Gegen Rostock.
Ich sag mal, das wird ein spannendes Topspiel. Mit einem 2 zu 2. Ich kann hier keinen Sieger tatsächlich gerade ausmachen für mich. Ich kann keinen Sieger ausmachen. Okay, kommen wir zur nächsten Begegnung, die da ist. St. Pauli gegen Magdeburg. Ja, über St. Pauli haben wir ja schon ein bisschen vorhin ja kurz gesprochen oder angesprochen zumindest. Man hat halt eben auf dem Betzenberg gegen Karl Lautern verloren. Magdeburg hingegen hat auch verloren jetzt am letzten Spieltag zu Hause gegen Kiel. Von daher für beide ist es in dem Sinne jetzt eine Wiedergutmachung an diesem Spieltag. Und die Frage wird natürlich sein, wie man sich präsentiert. St. Pauli muss, also die werden auf jeden Fall auch mindestens ein Tor erzielen. Ich glaube, das Gefühl, Magdeburg wird vielleicht jetzt so ein bisschen eine Schwächephase haben. Sagt mir so ein Feeling. Es könnte aber hier auch wieder so ein gutes Unentschiedenspiel sein. Glaube ich aber nicht. Ich bin mal mutig und gehe auf so einen knappen 2-1-Erfolg nur für St. Pauli. Ja, kommen wir zu zwei Mannschaften, über die man auch ein bisschen reden muss. Aus verschiedenen Punkten, nämlich über Düsseldorf gegen Fürth. Düsseldorf. Insgesamt kann man sagen, trotzdem starker Saisonauftakt insgesamt. Also zwei Siege, eine Niederlage. Jetzt hat man am letzten Spieltag 1:0 auswärts in Sandhausen verloren. Man spielt jetzt wieder zu Hause. Zu Hause hat man bislang immer gut gespielt. Zweimal 2-1 gewonnen. Von daher. Ja, wie tippt man da? Nee, nur einmal bislang. Was laber ich da? Man hat nur einmal zu Hause bislang gespielt. Vergesst es. So. Düsseldorf ist hier auf jeden Fall der Favorit. Vor allem, wenn wir uns die Tabelle angucken. Fürth aktuell 2 Punkte. Man hat 2 Unentschieden geholt, einmal verloren. Das Ding ist, Düsseldorf ist halt nicht so eine Mannschaft wie, so wie Kiel, wo Fürth ja am ersten Spieltag 2-2 gespielt hat. Fürth muss aber auch, muss man zugeben, Fürth muss auch. Ich guck mal kurz, gegen wen Fürth am 5. Spieltag spielt. Haha. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Naja, jedenfalls, mein Feeling, was sagt mir mein Feeling? Mein Feeling sagt mir, Düsseldorf wird gewinnen. Und dann kommen wir zur letzten Begegnung, die da heißt Hannover gegen Regensburg. Hannover bislang auch noch nicht so gut in die Saison gestartet. Man verbucht nur einen Punkt. Man hat einmal unentschieden gespielt gegen St. Pauli zu Hause. Ansonsten hat man zweimal verloren. War in Lautern und jetzt eben zuletzt in Paderborn. Regensburg hingegen, ja, Gruß an die Mannschaft, die aktuell an Tabellenspitze einsteht. Das Ding ist aber, wir erinnern uns an die letzte Saison. Es war genauso, dass Regensburg bis zum 5., 6. Spieltag auf Platz 1 stand. Dann war man noch so oben um Platz 2 bis 4, sage ich mal. Und dann ist man abgerutscht und am Ende der Saison war man halt eben 15. Also das war ja schon so ein krasser Absturz, kann man sagen. Und hat so ein bisschen erinnert, wenn ich jetzt nochmal so überlege, an die Saison mit Frankfurt damals. Nur das war ja so das Krasse, man war Siebter damals. Das war so Saison, boah, was war denn das? Warte mal, da will ich jetzt mal eben zumindest eben kurz gucken. Deswegen verzeiht es mir, wenn das jetzt hier nur ein bisschen länger dauert. Warte mal, Frankfurt, warte, ich muss eingeben, Eintracht Frankfurt, Tabellen. Letzte. Weil ich gerade nicht mehr die Saison weiß. So, wartet mal eben. Ja, genau. Das war die Saison 2010-11. Da war man nach der Hinrunde, das weiß ich noch ganz genau, nach der Hinrunde war man Siebter und man hat um die internationalen Plätze mitgespielt.
Da war man noch so in diesem Konkurrenzkampf mit Hannover, das weiß ich noch. Da war ja Hannover noch unter Mirko Slomka echt stark. Jedenfalls, und dann ist was passiert, man ist 17. geworden am Ende der Saison. Und das ist halt echt krass. Das heißt, eine Mannschaft kann halt eben wirklich auch nur am Absturz sein. Man ist 7. in der Hinrunde und dann ist man am Ende der Saison eben 17. Also 10 Plätze einfach da unten. Und bei Regensburg war es ja sogar noch krasser, wenn man es so sehen will. Vom 6. Spieltag und dann eben bis zum letzten 6.1. Und am letzten ist man halt einfach dann 15. Also 14 Tabellenplätze weiter unten. So. Hannover muss. Also die können sich irgendwie jetzt nicht, glaube ich, jetzt mal so rausreden, so von wegen, ey, hier, wir greifen nicht an. Gegen St. Pauli hat man unentschieden gespielt. Regensburg, wie haben die jetzt nochmal auswärts gespielt? Am zweiten Spieltag, denke ich mal. Und da hat man 3-0 in Bielefeld gewonnen. Das Ding ist, bei Bielefeld passt für mich halt ein paar Sachen so in dem Sinne nicht. Da wirkt für mich zumindest Hannover ein bisschen gefestigter, sag ich mal. Klar, es sind aber auch immer Momentaufnahmen und Tagesformen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, also Hannover schafft es mindestens ein Tor zu erzielen. Die Frage ist, wird Regensburg Regensburg hat bislang auch noch kein Gegentor. Boah, werden sie es schaffen, das Spiel auch ohne Gegentor zu bewältigen? So 0-0-0-1. Boah. Nee, also gegen Hannover habe ich das Gefühl, wird es nicht so einfach. Ich bin mutig, aber ich werde nicht auf Hannover tippen. Ich tippe 1-1. Oder erinnere ich nur auf 1-2. Aktuell ist Regensburg gut drauf. Ich ändere tatsächlich auf ein 1-2. Und damit schieße ich meine Tipps ab und bin sehr gespannt. Meine Lieben, das sind meine Tipps zum vierten Spieltag der zweiten Bundesliga. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Ihr wisst, was zu tun ist, schreibt auch eure Tipps unten in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, gestern kam schon Spieltag Nummer 2 der ersten Bundesliga mit Uwe gemeinsam. Von daher checkt das Video aus, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und mir wird nur noch zu sagen, Anpfiff ab, Pfiff Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.